Mit der Seite den LKW erstmal grob eben machen. Dann drehe ich den Planierbalken um und habe auf dieser Seite dann quasi die Planierschiene. Was ich ganz geil finde, da haben sie sich wirklich was bei gedacht. Ob es mit dem Löffel ist oder der Planierbalken, da macht halt einfach der Tiltrotator echt eine schöne Figur. Vielleicht ist es die letzte Wartung am Glas für die Saison. Klimaanlage, Kühler, Dieselkühler. Ja, dann haben wir da oben Ladeluftkühler, Hydrauliköl-Kühler und ganz Unterwasserkühler. Ja, da haben wir mir so eine schöne Brause gemacht. Zeige ich euch jetzt gerade mal. Oh, leck mir mal. Ja. Ich wollte jetzt das mit dem Kühler mal zeigen. Würde mich mal interessieren, wie ihr das morgens macht mit eurem Mähdrescher. Ah, das ist das Ding, ich hier. Dieser Dreckwasserhahn, aber man kann ja nicht in die andere Richtung umgehen. Den mache ich jetzt gerade andersrum gerade, nächster Atemzug. Also wir sind in dem ominösen Sommerweizen, also man hätte ja gern Winterweizen gemacht, aber der Winterweizen war halt nicht sehbar, weil es einfach die ganze Zeit nur nass war. Dieses Jahr haben wir so viele Bäume von den Feldern geholt, wie noch nie. Können wir übrigens auch mal gleich unserem Vorstand liebe Gruß schicken. Hallo. Wir haben da zwei Bäume liegen, ja, einmal unten und einmal oben. So, Montagmorgen und damit herzlich willkommen zum neuen Farmvlog hier bei unserem Kanal. Ja, 5 Uhr, es geht los. Baggertransport. Wir gehen wieder auf die Baustelle. Ich habe dabei unseren Bagger mit Tiltrotator. Planierbalken neu, also seht ihr noch, schön Farbe dran. Und einen kleinen Löffel noch dabei. Und dann gucken wir mal, was uns auf der Baustelle erwartet. Ich habe ja Bock, den Planierbalken mal zu testen und mal zu gucken, wie das Ding sich schlägt. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf den Weg, fahre zur Baustelle und dann sehen wir uns dort nochmal, würde ich sagen. Ja. Ja, für mich sieht es jetzt erstmal so aus, dass wir hier den Fendt-Mähdrescher wieder gegen den Bagger eintauschen in der nächsten Zeit. Ja, mal gucken. Ich denke, am Wochenende, wenn vielleicht bei uns noch ein Getreide steht, werde ich auch nochmal ausrücken. Aber sonst glaube ich, war es jetzt erstmal vorerst. Ich glaube, ihr könnt mich gar nicht sehen. Mit dem Mähdrescher. Mal gucken. Aber ja, ich denke, die anderen werden jetzt auch noch irgendwas filmen heute und vielleicht gehen die noch ans Dreschen. Wir haben wieder wegen Regen gekriegt. Deswegen ist es wahrscheinlich noch ein wenig unsicher, ob es heute zum Dreschen geht. Aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal alle überraschen und ich höre jetzt auf, im Dunkeln zu filmen. Schaut man nicht so gerne an und ja, wir sehen uns im Hellen wieder. So Leute, zweiter Tag Baustelle. Gestern habe ich einen kurzen Zeitraffer gefilmt. Den kriegt ihr jetzt gleich zu sehen. Ja. Heute bin ich hier wieder unterwegs. Wir müssen quasi hier noch wegen Mutterboden, da wo der Bagger draufsteht, wegladen. Und da oben war auch schon Mutterboden, den habe ich auch weggemacht. Ja. So sieht es jetzt mittlerweile hier auf der Baustelle aus. Der obere Teil ist schon fertig asphaltiert. Der untere muss noch. Und ja, um was es jetzt eigentlich geht, das könnt ihr hier sehen. Ja, ich habe ja gestern gesagt, oder quasi in dem Clip davor jetzt, dass der Planierbalken mit auf die Baustelle geht. Ja, ihr seht, die ersten Gebrauchsspuren sind dran. Die erste Farbe ist unten. Ich habe den gestern benutzt, um quasi hier das Planum in der Straße zu machen, da wo das Auto steht.
Und ich muss sagen, ich bin am Anfang war es eine Umgewöhnung, weil es halt doch ein anderes Arbeiten ist wie mit einem normalen Löffel. Aber die Option hier quasi, ich sag mal Schippe dazu, also was ähnliches wie eine Schaufel zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt viel Material habe oder einen LKW abgekippt hat, jetzt hat ein ganzer kompletter LKW abgekippt, kann ich natürlich hier mit der Seite den LKW erstmal grob eben machen. Dann drehe ich den Planierbalken um und habe auf dieser Seite dann quasi die Planierschiene. So nenne ich es jetzt einfach mal. Was hier ganz geil ist, ist die Länge nach hinten. Somit kann ich den hinten auflegen und vorne die Höhe führen quasi. Es ist leichter, eine gerade Fläche abzuziehen wie mit einem Löffel. Aber es ist natürlich trotzdem eine Umgewöhnung. Aber an sich jetzt, ich habe gestern jetzt 3 LKWs eben gemacht, also noch nicht allzu viel, finde ich, war es ziemlich schnell. Also schneller wie mit dem Löffel, einfach halt auch, weil das Ding 2 Meter breit ist und der Löffel halt nur 1,40 Meter. Und ja, hat einen guten ersten Eindruck gemacht, aber ist natürlich auch Gewöhnungssache. Vom Gewicht her muss ich sagen, gut, dass es halt so breit ist, wiegt er halt wegen mehr wie ein Löffel. Der wiegt jetzt 400 Kilo und der Löffel meine ich nur 300, also ja, 100 Kilo mehr. Aber da man jetzt beim Planieren eigentlich nie Zusatzgewicht in der Schaufel drin hat oder hier auf dem Planierbalken, bleibt es häufig auch bei diesen 400 Kilo. Man zieht ja eigentlich nur die Straße ab mit. Ja. Was ich ganz geil finde, da haben sie sich wirklich was bei gedacht. Ich habe schon oft Eigenbau-Planierbalken gesehen, wo dann quasi die Anhängeplatte direkt hier unten drauf geschweißt wurde. Ich habe mir am Anfang gedacht, ja, warum ist denn da so eine Erhöhung quasi? Aber jetzt weiß ich's. Das Material, wo sich hier vorne dran herschiebt, kommt jetzt einfach nicht mehr in die Höhe vom Schnellwechsler und somit hat man hier oben immer sauber. Und hat nicht die Gefahr, dass der Schnellwechsler mit Dreck oder mit Steinen vollläuft. Weil wenn diese Platte jetzt hier unten wäre, baut sich das Material auf und dann geht es quasi hier rein und macht den ganzen Schnellwechsler dreckig. Also von dem her, geile Sache, dass das so ein Ticken weiter oben ist. Und ja, stören tut es auf jeden Fall nicht. So. So viel erstmal zum Planierbalken. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn jemand viel Planierarbeiten macht. So ein Ding ganz einfach und kann wirklich ziemlich viel Zeit sparen. Ja, ich wollte es jetzt heute auch mal noch ausprobieren. Allerdings ist das doof hier, weil der Radweg ist schon fertig und da jetzt nochmal drüber fahren. Habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt mit dem Löffel. Den Rest. Aber was halt da auch cool ist an dem Planierbalken, der hat keine Walze dran. Und somit kann man halt auch ziemlich gut hier in so Erdarbeiten oder Humus arbeiten. Also hier könnte ich ohne Probleme abziehen, wo jetzt quasi in einem Planierbalken mit Walze vielleicht schon Probleme hat, dass die Walze sich mit Dreck vollsetzt. Also mit der Walze würde ich eigentlich schon fast sagen, wenn dann nur ganz, ganz trockene Erde oder halt einfach nur wirklich dieses Schottermaterial. Und dieser Planierbalken, mit dem kann man eigentlich alles machen. Ich bin gespannt, ich freue mich, dass ich den noch weiter testen kann. Und ja, hier mit dem Tiltrotator von Ölquick auf jeden Fall eine super Sache. Ob es mit dem Löffel ist oder der Planierbalken, da macht halt einfach der Tiltrotator echt eine schöne Figur. Ja, ich mache jetzt hier weiter. Heute übrigens einer der heißesten Tage. Ich glaube 33 Grad soll es werden. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, dass wir heute früher Feierabend machen. Ja. Ich würde sagen, viel Spaß jetzt bei dem Zeitraffer von der Straße eben machen von gestern und dann sehen wir uns, denke ich, am Hof wieder.
Wunderschönen guten Morgen. Mit Aussicht direkt hier oben vom Mähdrescher. Ja, vielleicht ist es die letzte Wartung am Glas für die Saison. Also Wartung am Glas, kann ich euch sagen, sieht aus, indem man halt hier Luftfilter reinigt. Wenn an dem Glas hier sozusagen das große Luftfilterpaket, also zwei riesige Apparate von Filter drin. Dann hier oben Motorraum abpusten, weil das ist ja wegen der Brandgefahr gefährlich, dass da irgendwie am Turbolader und so weiter sich was anhaftet und fängt an zu brennen. Dann hier diese Kühlergeschichte, ne? Da Klimaanlage, Kühler, Dieselkühler. Ja, dann haben wir da oben Ladeluftkühler, Hydrauliköl-Kühler und ganz Unterwasserkühler. Also auch wichtig, dass die sauber sind, dass man die Kühlleistung für die Leistung von einem guten Mercedes-Motor, der da oben drin verbaut ist, letztendlich auch hat. Bei uns immer ein bisschen die Grenze. Also wir kommen immer so auf die 97 Grad, was ich persönlich ein bisschen heftig finde. Ja. Ich habe auch schon 100 gehabt und er hat auch schon geschrien, ich bin warm. Aber natürlich ist das dann am Ende des Tages, wo vielleicht der Kühler auch nicht mehr perfekt ist. Zum Kühler sauber machen kann ich sagen, mache ich immer zweifach. Ich mache es mit Luft, ich mache es mit Wasser und dann komme ich nochmal mit Luft. Ja, also dass man wirklich picobello das Ding auch sauber habe. Ja. Das braucht auch wirklich seine Zeit. Das ist also nicht nur mit Wischiwaschi schnell, schnell, sondern da muss man sich eigentlich richtig Mühe geben. Was auch mal wichtig ist, sind die Abdichtungen rundherum am Kühler, dass die halt auch dicht machen, dass er nicht irgendwo außerhalb von dem Korb hier, quasi Luft ansaugen kann. Der dichtet das ja quasi ab, dass dieses Kaff vom Getreide nicht angezogen werden kann. Und da wird es immer abgesaugt davon. Da unten sitzt wie so ein Staubsauger, der diesen Korb hier immer sauber saugt. Ich nehme euch jetzt mal mit ein bisschen bei der Wartung und zeige euch das. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege, ohne dass ich die Kamera dreht. Ihr seht, da kommt reichlich raus. Ich mache das fertig und dann hole ich euch wieder dazu. So, also Luftfilter habe ich fertig. Was man dazu sagen kann, das ist so 10 Stunden nochmal. Alle 10 Stunden muss man das irgendwie machen. Das sagt er auch vorne an. Und also nach 10 Stunden sind auch dieses große Filterpaket voll. Was jetzt kommt, mit Luft habe ich jetzt den Kühler schon ausgeblasen. Jetzt blase ich oder wasche ich ihn mit Wasser noch raus. Und blasen dann hinterher noch mal aus. Ich versuche das mal einhändig zu zeigen, ob das funktioniert. Meistens geht es nicht so prickelnd. Weil man muss den Wasserhahn aufmachen. Jawohl, läuft. So, da haben wir mir so eine schöne Brause gemacht. Zeige ich euch jetzt gerade mal. Oh, leck mir mal. So. Eine schöne lange Brause gemacht. Könnte natürlich der Luft da drin einlaufen, die ist so blöd. Das war natürlich das Futterding und so war ich das jetzt quasi raus da. Ne? Ja, also mit einer Hand wird es schwer, geht nicht. Ne? Ich lege euch die Seite. So, hallo auch von mir zum Farmvlog. Ich bin mal zum Papa hochgeklettert und habe gedacht, ich helfe ihm jetzt mal. Heute wieder live dabei, Fernsehbierig. Sagt er auch nur, weil ich weiße Schuhe anhab. Aber das Problem ist, ich habe gerade keine anderen Schaffschuhe, weil meine Schaffschuhe durch sind. Ja, weil du letzte Woche auch so begrüßt worden bist, habe ich das jetzt gesagt, ne? Ja. Oh, da kommt Pflanzebieri, Schläferlessi. Genau. Und von dem her, der Papa hat schon ein bisschen was gefilmt, glaube ich. Ja, aber mit einer Hand war es scheiße, deswegen, Lisa, muss ich es draufhalten. Ich wollte jetzt das mit dem Kühler mal zeigen, würde mich mal interessieren, wie ihr das morgens macht mit eurem Mähdrescher. Also ich habe jetzt die Variante, Wasser ist auf der einen Seite Fluch und auf der anderen wieder Segen. Also erstens staubt es halt nicht, das ist das Tolle. Ja? Mm. Und ich glaube, Wasser reinigt auch ganz gut, wenn es schön gleichmäßig durchfließen kann durch den Kühler. Natürlich kann es auch verkleben, aber dafür habe ich letztendlich die Luftpistole dann auch noch, wenn ich es aufgeweicht habe, zum Rauspusten. Sozusagen wie das Trockenföhnen. Ja, also ich finde Wasser. Schichte, gute Geschichte, ja. Kühler von vorne und hinten. Ja. Funktioniert ja bis jetzt eigentlich immer ganz gut.
Ja, also vor allem waren wir jetzt heute auch der ganz brutale Tag angesagt. Denn angeblich heute mit 36, 37 Grad. Ja. So. Ihr seht also, das geht hier wunderbar durch, ne? Und wenn man dann sieht, was da für schwarze Möge rauskommen, ja. Die schwarze Bibel hier am Boden, ne? Da sieht man, da kommt also Material und das fällt mit Luft nicht raus gegen diese schwarze Möge da, ne? Schauen wir, was da geht. Also auch gerade die Geschichte, mal einweihen hier. Kaffee trinken gehen und dann nochmal draufhalten, dann geht es deutlich besser raus, das Zeug. Ja? Mhm. Und dann der Mähdrescher hat wirklich gut Leistung. Also wir kommen oftmals an die Grenze hier von der Kühlung. Ja? Und deswegen ist die Reinigung halt wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Ja? Und ich mache sie deswegen auch gern selbst. Kurzer Funfact zu dem Punkt, dass er es gerne selbst macht. Ich wollte es letztes Mal machen und dann hat er gesagt, geh runter, ich mach's selber. Also, das ist wirklich so ein Punkt. Das nimmt sich der Papa nicht weg. Der will da einfach nochmal ein Auge drüber haben und so. Und mein Gott, dann ist so. Ist ja auch gut, wenn er das gerne macht. Und das Auge dann kontrollieren kann. Ja, und so sieht es dann aus. Von außen. Und das macht er jetzt erstmal und danach kommt dann nochmal mit Luft drüber, ne? Das zeigen wir dann nochmal, wenn die Luft kommt. Ja? Genau. Also, wir sehen uns wieder, wenn die Luft da ist. Das Lohnunternehmen der Region hat den Kühler gereinigt. Ich hab's im Auge. Das ist im Auge? Ja. Schutzbrille wieder nicht auf. Oh, nee. Nein, es war nur Wasser. Okay. Wasser kann man überleben. Also, ich finde es halt irgendwie Vorteile. Es ist einfach nicht ganz so staubig, die Aktion. Und ich glaube auch, der Kühler ist sauberer. Natürlich ist der Mähdrescher jetzt versaut mit Wasser und allem drum und dran, ja. Aber das nehme ich jetzt gerne in Kauf. Und ich meine, bei den Temperaturen heute, dann trocknet das eigentlich auch schon wieder schön ab, bevor du losfährst. Ja. Und so, auf jeden Fall erstmal dann noch die Linse putzen, wenn wir da was Flecke drauf haben. Ja, die ist. Lass mich mal schnell den Ölstab noch ziehen, weil das gehört auch gerade dazu, wenn man dann da oben ist. Mhm. Wenn man den Ölstab zieht, und das Wasser kann man auch kontrollieren da vorne. Ne? Also Ölstab ist perfekt, muss man nicht drüber nachdenken. Wasser sieht man da vorne, Kühlwasser, ja, ist auch immer wichtig. Ist auch immer für das erste Anzeichen sozusagen, ist, wenn da Kühlwasser fehlt, ist meistens der Kühler zu. Ja. Ganz einfach, das 1x1. Weniger Kühlfläche, höhere Temperatur, mehr Verdunstung. Genau. Also, gehen wir runter. Machen wir die Luftfilter hast du schon gefilmt, ne? Luftfilter habe ich schon fertig. Die sind schon fertig. Und dann ist eigentlich nur noch was zur Wolke dazugehört: Kraftstoff. Und Tanke müssen wir auf jeden Fall noch. Tanke. Und schmieren müssen und wir noch. Und schmieren müssen wir noch, genau. Scheibe putzen, Spiegel putzen. Und die Elektrik prüfen eigentlich, wenn wir es ganz perfekt machen wollen. Aber die funktioniert eigentlich. Nee, also wie gesagt, Scheibe sind jetzt wichtig, dass man auch ein wenig Durchsicht hat, ne? Ja. Und das kann man dann am Abend schon wieder machen, weil das hält nicht der ganze Staub. Ja, der ganze Staub, der setzt sich halt einfach ab und da muss man halt öfter die Scheiben putzen. Aber das ist jetzt auch kein Problem, das kriegen wir hin. Wir gehen jetzt runter und dann geht's weiter. Ah, das ist das Ding, dieser Dreckwasserhahn. Warum kann ja nicht in die andere Richtung umgehen? Den mache ich jetzt gerade andersrum dran, nächster Atemzug. Immer mal Fingerecke. Hey, aua, aua. So. Jetzt haben wir ja noch die Treppe fertig gemacht. Ist die Ammann auch drauf? Ja, natürlich. Ah, du Katastrophe hier. Weißt du, immer da zwischen den Finger da. Alles schon am Arsch. Ich halt oder? Mal aufpassen. Ja. Achtung, 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 Achtung. So. So, jetzt ist hier auch noch sauber und dann geht's los. Ja. So, wir sind derweil mal kurz vor den Hof gefahren, denn hier vorne haben wir den Kompressor stehen und haben jetzt noch kurz den Luftdruck von den Reifen überprüft. Und das Leitwerk aufgeklappt, denn wie ihr seht, kurzer Loch, Kamera fallen lassen, fehlen auf den Seiten gewisse Halmteile. Die hat der Papa abgemacht und jetzt kommen die wieder dran. Die holt er jetzt gerade, da vorne liegt schon einer. Auf der andere Seite kommt gerade der andere. Und dann machen wir die noch dran und dann ist es eigentlich schon wieder fast
ready to go, würde ich mal behaupten. Da kommt er schon angelaufen. Aber Papa Wenigfüß, sind die kleiner als die vom Ben? Die vom Ben sind die sicher. Kleiner nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass die gescheit eingestellt sind, die richtige Höhe haben. Deswegen funktioniert das. Und da brauchen wir eine gewisse Erfahrung, da brauchen wir ein paar Hektar, um das gescheit hinzukriegen. So am Werk läuft es nie richtig. Ich habe gemeint, jetzt von der, vom Transport her sind die angenehmer zum Tragen. Ja, ich habe halt einen mega blauen Fleck von den anderen bekommen, weil die so riesig sind und ich mir die fast ins Bein gerammt habe. Naja, die habe ich jetzt auch noch nicht wirklich getragen. Ja, genau. Ich denke, wir machen das mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Also gestern haben wir ja Bohnen gedroschen, ne? Und bei der Bohne haben wir immer so Bügel dran. Ganz normale Rohre. Die liegen da. Ja, genau, und jetzt gehen wir wieder zurück auf die normale Halmtaler, heißen die Dinger. Die sind jetzt toll eingestellt beim Glas, da habe ich ja Zeit dazu gebraucht, aber jetzt laufen sie super. Jetzt will man sie eigentlich nehmen müssen. Und ist eigentlich auch kein Eck, sie drauf zu machen. Nur ein bisschen hoch und dann auf dieses Ringler. Ja, wenn man jetzt eine zweite Hand hat, die guckt und zwei Augen, die funktionieren. Da drauf jetzt drücken, hast du? Ja, jetzt. Ist drauf, ja? Ja. So, dann Schrauber drauf. Also kein Eck, die Dinger drauf und wieder runter zu machen. Ja, also eigentlich nur draufstecken, Schraube reindrillen und genau, festziehen, nicht vergessen. Und dann sind wir eigentlich so durch mit dem Schreitwerk wieder auf Vordermann bringen. Da haben wir jetzt natürlich wieder gute Fahrerkit, die halt jetzt schon wieder nach außen gebogen haben. Ne? Ja, ne? Weil man halt raus am Rand dann in die Böschung kommt. Muss man halt dann nochmal ein bisschen Nachjustieren, ja, genau. Wenn man dann immer gute Fahrer hat. Aber das kriege ich hin. Ja, und das machen wir jetzt noch bei der anderen Seite und dann, denke ich, sehen wir uns später wieder. So, ich melde mich auch nochmal bei euch. Wie ihr seht, ich habe es mittlerweile in Schlepper reingeschafft. Allerdings war es jetzt gerade ein bisschen hoch und runter und nochmal ein bisschen turbulent. Ich bin gerade noch mit den zwei Hundis gelaufen, weil der Lukas ja gerade auf der Baustelle ist und die Alina das gerade nicht kann. Und deshalb war ich noch schnell mit dem Finn und dem Ex unterwegs. Ich habe auch bemerkt, dass es draußen saumäßig warm ist, deswegen habe ich auch leicht errötete Backen. Genau. Und für mich geht es jetzt los. Der Papa ist nämlich schon in Malik oben und unser Sommerweizen hat er jetzt, denke ich mal, auch schon angetroschen. Und ich bringe ihm jetzt mal den Dreiachser, sodass er abtanken kann und einen Hänger hat. Und ja, da geht es für mich jetzt los und danach hoffentlich pressen. Aber davor muss ich erst zur ZG, weil die Batterie vom 818er, naja, funktioniert nicht so, wie sie soll. Und er springt halt nicht mehr an und deswegen hole ich jetzt eine neue. Ich denke, dass die einfach fertig ist. Und dann tausche ich die noch schnell und dann geht's hoffentlich los mit dem Pressen. Ich habe nämlich noch ein paar Hektarchen vor mir, die ich noch machen muss und morgen soll es schon wieder regnen. Von dem her ist da auch schon wieder eine kleine Stresssituation, aber gut, das kriegen wir alles hin. Und ich fahre jetzt wie gesagt erstmal den Dreiachser hier hoch mit dem 828er. Wir haben nämlich ein paar Bergstücke zum Dreschen und fahren wir jetzt los und ich nehme euch mit. So, wir sind jetzt mittlerweile auf der Schotterstraße angekommen und fahren jetzt auch gerade jeweils an den Stücken links, ich wollte gerade sagen rechts, aber links vorbei. Dann haben wir noch ein Stück, was wir nachher dreschen müssen, aber jetzt fahren wir erstmal zu dem nach da ganz hinten und ich weiß noch nicht, ob ihr es genau erkennen könnt, wahrscheinlich ist er jetzt genau hinter Bauch, ja. Aber da hinten fahrt der Drescher schon. Ich fahre ja auch ein bisschen langsamer, weil es ein bisschen holprig ist und das ist nicht so schön für mich und nicht so schön für den Hänger und oder ja, allgemein nicht so schön. Ich bin mal gespannt, was es ertragsmäßig bringt. Allerdings sieht es hier jetzt mal nicht ganz so schön aus, sagen wir es so. Ich muss jetzt mich nachher da vorne auf den Acker an dem Anfang stellen. Dazu drehe ich einmal schön um und dann da vorne seht ihr wahrscheinlich den Glas schon in weiter Ferne dreschen. Da stelle ich mich auf den Ackerstreifen bzw. auf den Acker, weil der da ein bisschen ins Loch reingeht und dass wir den auch wieder gut rauskriegen. Und dass der Weg hier nicht blockiert ist, kommt da eben auf den Acker. Das mache ich jetzt schnell und dann schaue ich mal, wie der Papa drescht oder ob er vielleicht herkommt oder sowas. Ob ich dann noch ein paar gute Aufnahmen von außen kriege für euch. Aber ja, wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal umzudrehen, beziehungsweise ich drehe jetzt erstmal um. Ich versuche, ich kriege es auf jeden Fall hin. Und dann
sehen wir mal weiter. So, ich habe mich jetzt mal zum Papa bequemt. Oh je, der Papa flennt. Ja, der Papa flennt, aber es ist auch echt zum Weinen. Also wir sind in dem ominösen Sommerweizen, also man hätte ja gern Winterweizen gemacht, aber der Winterweizen war halt nicht sehbar, weil es einfach die ganze Zeit nur nass war. Kollegen von uns haben gesehen, ja, die haben wegen Winterweizen jetzt da stehen, aber die haben auch große Wasserlöcher drin, wo es abgesoffen ist. Mhm. Und die haben das also echt auch so mit Gewalt gemacht, also Pflüge und dann direkt Eisen am Pflüge. Große, große Katastrophe. Wir haben jetzt quasi dann halt abgewartet und gesagt, ja, gehen wir mal halt im Frühjahr. Und dann haben wir auch wirklich im Frühjahr ein paar Tage gefunden, gell? Zwei Tage oder so. Ja, das haben wir euch ja auch mitgenommen. Das war die Aktion mit der Scheibenäge zuerst. Haben dann festgestellt, dass die Scheibenäge auf diesen Flächen nicht funktioniert und für uns vielleicht dann auch einfach nicht das richtige Gerät ist. Und dann ging es los mit unserem Tiefenlockerungsgrubber und haben dann einfach mal volle Kanne durchgegrubbert und dann eingesät im selben Atemzug. Beziehungsweise wir haben es einen Tag, beziehungsweise den Tag über trocken lassen und haben es abends gesät. Also faktisch, die Aussaat war gut, die Menge von der Pflanze ist eigentlich auch nicht schlecht, die da sind. Aber die Kornfüllung fehlt halt. Ne? Also es sind einfach die Körner nicht drin, die drin sein sollte. Ja. Und also da haben wir natürlich jetzt richtig verkackt. Und eigentlich haben wir ja schon Bauchweg gehabt, wo wir es ausgesehen haben. Wir waren eigentlich schon, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir keinen Sommerweizen machen. Aber ja, wir haben halt auch keine andere Kultur, weil zu viel Mais wollten wir auch nicht. Wäre aber jetzt die richtige Entscheidung gewesen, weil es ja wahrscheinlich doch ja, das Maisjahr ist. Ja. Das Getreidejahr. Also von daher einfach mal Scheiße verbogen. So könnte man sagen, nächstes Jahr oder dieses Jahr gehen wir am besten gleich nach Baden-Baden ins Casino. Und pokern einfach nur oder 50-50 ja, genau. Chance. Was setzt sich dann auf Rot oder auf Schwarz? Ja, im Prinzip ist es gerade scheißegal, wenn wir 50-50 Chance hätten. Etwas so war die Produktion dieses Jahr auch. Ne? Ich würde sagen, wir haben genug rote Felgen am Hof rumstehen, ich würde mal auf Schwarz setzen. Ja, nee. Also auf jeden Fall, wir können die jetzt richtig durchweinen, wir tun es nicht. Wir wissen das, dass Landwirtschaft auch immer nicht nur auf einem Jahr gesehen werden darf, sondern eigentlich um mehrere Jahre. Ne? Ja. Und trotzdem passt es halt nicht. Ne? Also, wie gesagt, dann haben wir das Unkraut ist natürlich auch noch durch, ne? Trotz Pflanzenschutz und alles. Also, oh je. Es ist dieses Jahr einfach ein schwieriges Jahr. Ich glaube, so können wir es mit unterm Strich abhaken. Aber ja, was positiv würde ich jetzt noch dazu sagen, wir sind froh, dass alle Maschinen durchhalten. Ja. Alle Autofendmeter top durchgehalten, nicht einmal. Kein Wehwehchen oder sowas. Nichts gezuckt, ja. Der Glas sowieso, sind wir ja eigentlich gut, dass er bei einer Fahrer einen Check kriegt, dass er wirklich durchläuft, ja, ohne Rumzicke. Mhm. Hoi, hoi, hoi. Also wir haben jetzt noch ein paar Hektar zum Fertigmachen, aber er läuft wie Uhrwerk, ja. Und wir mussten auch noch nichts irgendwie hinten ausräumen oder sowas, weil die Intensivschütter mal wieder zugefahren worden sind. Na gut, es war ja die graue Frage vom Alter, ne? Dass halt diese Spirale da oben drin immer schön war. Ne? Ja. Aber das war jetzt letztes Jahr zum Beispiel relativ oft, wo ich mich da drin liegen sehen habe. Ja, und war das. Und dann vor zwei Jahren auch. Diese Spiralfedern neu gemacht. Also seither ist das vernünftig und macht Spaß. Ja. Also gestern habe ich Ackerbohne getroschen. Da ist das ja immer eher ein großes Problem bei der Bohne, dass ich das am Tisch überlege. Oh ja, das weiß ich noch. Und das war aber total super gestern. Also von daher, das können wir jetzt irgendwo als positiv irgendwie abhaken. Mhm. Weil sonst, glaube ich, muss man es ja wirklich aufgeben, wenn man jetzt die Erträge sieht. Also wenn man jetzt nur auf dieses Jahr hinblickt und so, wenn du jetzt schon aufgeben wirst, klar, du weißt nicht, was nächstes Jahr kommt. Nächstes Jahr wird vielleicht noch mal besser. Nächstes Jahr wird vielleicht das Getreidejahr schlechthin. Weißt du, ich sag ja immer, ein Mais, ein Getreidejahr, also nächstes Jahr, Papa. Ich glaube, es waren jetzt zwei oder so mit Getreide hintereinander. Man kann es halt nicht sagen, es ist halt ein Glücksspiel. Also letztes Jahr war ja eher ein Getreidejahr anstatt Maisjahr. Das kann man auf jeden Fall schon mal so festhalten. Ja. Und das Jahr davor, 2022, war doch so nass, da war das Mais doch gut. Ja, ich denke halt insgesamt beim Getreide ist halt so, wenn du es trocken hinkriegst, hast du die Trocknungskosten nicht wie beim Mais. Ja. Das war jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren immer eher nichts Problem beim Mais, weil du halt feuchte Ware gehabt hast. Das ist alles halt abgezogen habe. Ne? Aber jetzt, dass es so in die Hose geht mit dem Getreide, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Also wir hatten eh schon Angst, haben wir ja schon gesagt, beim Sommerweizen, aber die Angst hat sich jetzt halt auch noch bewahrheitet. Also das ist, ich glaube, die Lehre daraus muss man jetzt festhalten. Sommerweizen ist einfach keine Kultur mehr. Das Einzige, was man hat hier, ist ein bisschen mehr Strohweh beim Normale. Ich hätte mir jetzt gerne wegen Saatgut gemacht, weil das ja eigentlich so ein Wechselweizen-Thema ist. Ne? Mhm. Könnte man auch im Herbst sehen, aber das sind jetzt so kleine Körner. Ja? Also man sieht aber anhand der Körner, dass das wirklich frühzeitig abgestorben ist. So
notreif. Ne? Ich meine, dann irgendjemand versucht mit Pflanzenschutz was zu retten, aber ich habe als Gefühl, der Pflanzenschutz gar nichts gebracht. Ne? Also 0,00. Also ich denke, wir sind halt einfach einen Ticken zu spät reingekommen, aber wir konnten ja nicht früher rein, weil es ja die ganze Zeit geregnet hat. Also das ist halt auch so eine Sache. Und müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr anders machen, besser machen. Gut. Ich habe es schon mal gesagt, eigentlich gehört aber so Geschichte ja versichert. Ne? Also ein ja. Ausfall müsste man eigentlich versichern. Ja? Und das müsste alle irgendwie kollektiv machen. Dann hätten wir heute alle irgendwo unsere Umsätze, dann wäre gesichert als Betrieb. Ne? Mhm. Und so ist halt, dass du wirklich dann den Ausfall mit was anderem kompensieren musst. Also irgendwie mehr jetzt zum Beispiel halt auf Baustelle gehe oder. Oder mit Mais dann letztendlich. Mit Lagerung fahren. Also der Mais, glaube ich, kann das nicht ausgleichen, weil der Mais an sich auch braucht schon Kosten hat ja, und alles. Ja? Und da ist der Preis halt dieses Jahr auch nicht drin. Ne? Ja. So, wenn du dann siehst, hier, wie sich da die Winter letztendlich durchgesetzt hat, ja. Ja, dann weißt du halt, dass es schwierig war. Ne? Und, aber das wird gezeigt, ja. Kurz Pflanzenschutz haben wir Winde. Ne? Also muss man auch gerade mal festhalten. Das ist jetzt nicht, dass man nichts gemacht hat. Oder? Und wir haben schon wieder Bäume auf dem Acker liegen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, aber Bäume ist ganz dieses schlimm, Jahr haben wir so viele Bäume von den Feldern geholt, wie noch nie. Können wir übrigens auch mal gleich unserem Vorstand liebe Gruß schicken. Hallo. Wir haben da zwei Bäume liegen. Ja, einmal unten und einmal oben. Wäre sehr nett, wenn sie bald wegkommen wollen. Wir wollen jetzt den Acker instand setzen, ja. Indem wir hier krummern und den Boden bearbeiten. Und da stören uns jetzt diese zwei Kollegen. Zur Not würde man es auch mit dem Frontlader auf die Seite schieben. Aber gerade der da vorne, also da brauchst du auf jeden Fall eine rechte Motorsäge. Das ist ein rechter Apparat. Ja. Die Pappel, der Pappel ist, wo der liegt. Ja. Also da muss was geschehen. Und also hiermit. Ich filme noch mal kurz rüber. Da ist der Problembaum und der soll bitte verschwinden. Vielen Dank. Da sind immer alle im Spitzwinkel. Ja. Ja. Genau. Aber wir können es auch altmodisch machen über das Telefon. Können wir auch. Ja, aber den kleinen Gruß können wir trotzdem raussenden. Ja, genau. Nee, aber also, dieses Jahr ist halt wirklich das, was mir aufgefallen ist, ist extrem. Ja. Obwohl, also Malik generell, da haben wir jetzt bestimmt schon 4, 5 Bäume selber rausgeholt. Ja. Und zersägt ja, und an Rand liegt. 1, 2, 3, wo jetzt allein auf dem Acker liegen. Man habe ich noch gar nicht geschaut. Ne? Ja. Also was ich jetzt zum Beispiel immer mache, wenn ich so ein Windemäher habe, dann mache ich halt einen sogenannten Hochschnitt, weil das sind zweierlei Geschichten. Also erstens muss ich nicht so viel Winde durchlassen. Und ich habe relativ viel Winde noch im Acker. Das heißt also, wenn ich jetzt mit meinem Buchsstoff komme und der Winde eine knallt, dann hat die auch Grünmasse, die ich erwische. Wenn ich die Stoppel jetzt ganz am Boden unter abkratze, ja, dann habe ich da vielleicht ein Blättle von der Winde. So habe ich jetzt, sagen wir mal, immer noch 5, 6, 7 Blättle. Ja. Und ich muss auch den ganzen Scheiß nicht so durch den Mähdrescher lassen. Das sind auch Vorteile. Also da muss man ein bisschen aufs Stroh verzichten. Mhm. Und es trischt sich auch schöner, wenn man jetzt ganz unten rum macht im Nasse. Ja. Ja. Im Gras, das läuft immer schwer durch. Das grüne Gras ist dreschbar gescheit. Ne? Mhm. Und so bist du halt dann doch noch im trockenen Bereich. Ja? Auch das Stroh ist dann relativ bald pressbar, wenn wir jetzt da das Gras komplett auf den Spat legt. Ne? Ja, und so haben wir einigermaßen Grünmasse. Wir haben jetzt morgen dann auch schon den Plan, hier durchzufahren und halt jetzt dementsprechend Herbizidbehandlung zu machen. Ja? Dass man einfach die nächste Kultur ist. Ja, dahinter, was ist dieser? Raps. Wollen wir Raps machen, genau. Die ist halt einigermaßen gescheit im Boden. Natürlich haben wir da auch einen Pflug anstehen, der Pflüge wird. Ne? Ja, aber einfach, dass mal eine Grundabsäuberung da ist, weil halt einfach hier wieder ein Platz oder mehrere Plätze, Windenplätze sind und auch das im Raps nicht gut ist. Ja. Und auch die Gräser, die wir dann am Anfang schon mal ein bisschen behandeln können. Klar kann man im Raps andere Mittel verwenden wie im Weizen. Das ist uns auch bewusst, aber genau, besser vorher bekämpfen. Vor allem der mag es ja auch nicht, wenn er nicht durchkommt. Also der macht zwar relativ schnell zu, sage ich mal, wegen den großen Blättern auch. Allerdings braucht er dann doch seine kleine Phase. Also wir können es jetzt nicht zeigen auf der Kamera, aber der Nachbar zum Beispiel, der, was ich jetzt gerade erzählt habe, der quasi im Herbst noch mit Gewalt den Weizen reingedrückt hat, der mulcht jetzt gerade mal seine Wasserlöcher, da wo das Gras drin steht. Genau. Und macht das schon mal sauber, dass der Mähdrescher da nicht durchfahren muss. Das ist auch vorbildlich. Ne? Also ist ja nett auf jeden Fall. Ja, das ist schon einfach mal nett. Ja, aber da tut sich natürlich jeder schwer, da Mulcher zu nennen und zu sagen, ich mulche jetzt da das Ding. Ne? Also ja, und vor allem sind es halt nicht immer nur so kleine Pupsi-Löcher, sondern halt doch mal in Ecken vom Feld, der dann doch ein bisschen größer ist. Genau. Und gerade hier, wir sind ja an hangigen Flächen, muss man auch dazu sagen, staut sich halt unten das Wasser komplett. Und dann ist halt der untere Teil vom Acker meistens futsch. Also was man sagen muss, Erosion haben wir keine durch diese Kuppergeschichte und durch die Ernterückstände, die an der Oberfläche waren. Aber wir haben diesen Unkrautdruck deutlich größer wie beim Nachbar. Ich weiß, der Nachbar hat keine
Herbizide gemacht und hat nichts drin. Ne? Also der hat man eh gepflügt. Ne? Also ja. Das Pflüge hat auch schon irgendwo einen gewissen Vorteil, was es sonst auch einen Nachteil hat. Ja, war für uns jetzt schwierig hier das richtig hinzukriegen, eigentlich eine schlechte Produktion. Aber bedingt durch Witterung und Zeitpunkt. Ne? Also ich glaube die Mittel und so waren vielleicht gar nicht falsch ausgesucht, aber halt der Zeitpunkt war, vielleicht nicht war schon immer gut und die Feuchtigkeit war halt einfach immer zu viel. Ne? Ja. Und jetzt hören wir auf mit Jammern, freuen uns, dass wir es doch noch dreschen können auf jeden Fall. Dass es nicht ganz für die Katze ist. Ja, aber es ist natürlich, weil wir ja schon mal gerechnet haben mit der Kultur, dass wir irgendwie 7 Tonnen brauchen. 6 Tonnen. Oder 6, ja. Da sind wir natürlich meilenweit davon entfernt. Also wir lassen das am Ende der Ernte raus, ja, was wir dann wirklich gedroschen haben. Ja. Ja. Ich habe heute Morgen auch schon mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch gesagt, also im ersten Moment stehst du vor dem Acker, findest ihn total klasse, ja, und sagst, ah, super, super, und dann, wenn es ins Frische geht, ist einfach nichts da. Ne? Nichts da, und dann denkst du dir so, ja, wo bleibt das jetzt, was mir so viel vor den Augen gehalten wurde und was ich so toll fand dieses Jahr. Ja, aber das haben wir jetzt schon öfter gehört, dass tatsächlich einfach hohe Erwartungen da waren, und aber die sehr enttäuscht wurden. Ja, weil es ja auch, wenn sie auch durch das, dass man ungefähr die Kunde auch dreschen, ne? Sehen wir das natürlich schon, was los ist. Ne? Also da hat keiner wirklich richtig performt, wo man sagen kann, da liege ich irgendwo am Tonnen. Ne? Also ich habe keinen gehabt von einer Kunde, die ich nicht abgehauen habe. Also ich habe jetzt auch schon viel rumgefragt, und der Schnitt liegt ähnlich wie bei unserem bis jetzt. Und keiner, der jetzt wirklich herausgestochen hat und gesagt hat, ich habe es auch. Also ich habe mehr als ihr oder so. Also alle liegen um den Dreh rum. Wie sagst du das Klappschneidwerk finden beim Klappen? Nee. Also das sollte man noch, weil das haben wir versprochen, dass wir das machen. Ja, das machen wir noch. Ja, das müssen wir halt heute noch irgendwie hinkriegen. Ne? Du klappst ja jetzt noch. Jetzt glaube ich nicht, wenn ich jetzt am Meer bin. Nein, aber nachher. Später mal, ja. Hast du ja die Kamera da, musst halt Filme und klappen. Das kann ich nicht, das habe ich schon probiert. Wenn die dann klappt, dann hebe ich immer daneben. Also muss ich doch mitfahren. Siehst du, also bin ich wieder angebunden. Nein, nein, du bist auch in der Presse, du weißt ja, das ist doch morgen weniger. Also, ich weiß. Du hast jetzt genug Arbeit noch vor dir, was machen musst, aber dass du halt heute mal irgendwann kommst, wenn ich klappt. Ja. Dann machen gib's wir mir das. Halt Bescheid. Dann filmen wir das. Weil der Lukas jetzt nachher kommt, der kann ausklappen. Der kann auch noch vielleicht ein paar Drohnenvideos machen oder sowas. Ja, also Lukas ist heute auch weg, früher von der Baustelle zurück, da haben sie heute auch schon gemeldet. Aber übrigens 35 Grad heute. Ne? Ja, also es ist saumäßig warm. Ich habe es mir vorher schon gedacht, als ich mit dem Hundelauf war. Ja. Aber ich bin jetzt wieder froh, in einem klimatisierten Gerät zu sitzen. Ja, war ja früher auch nicht so, ne? Früher hat man ohne Kabine gedroschen. Genau. Da war es heiß. Baustelle machen sie heute auch hitzefrei. Ne? Also früher halt Feierabend. Ja, also wer nicht raus muss, glaube ich, bleibt drin im Schatten, kann man sagen. Ja. Mein Mähdrescher muss sich auch irgendwie damit kämpfen. Ja, es geht noch mit der Temperatur gerade. Ne? Wir haben ja heute Morgen gut die Kühler gewaschen. Ja. Und von dem her. Wir hören jetzt auf mit Babbeln, und dann kommen vielleicht noch ein paar coole Aufnahmen von außen. Und wir sehen uns. Ja, ich denke schon. Ich will eigentlich nicht raus, aber alles für euch, alles für euch. Und ja. Ich spreche mal davor zum Anhänger, oder? Ja. Wir sehen uns dann. Wieder zurück am Hof und sagt dem Lukas, er soll mit der Drohne herkommen und oder mit der Kamera und noch ein paar Aufnahmen machen, denn ich habe es noch ein bisschen eilig. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Hektare Stroh vor mir und genau, gehe jetzt los und dann macht der Lukas nachher noch ein paar hübsche Aufnahmen, hoffe ich mal. Thank you.
So, ich habe es mittlerweile zum Vater geschafft. Der hat Hänger gebraucht. Habe ich ihm jetzt mal hier an unsere steilen Stücke Hänger gebracht. Ja, mit dabei 8,28 und nur ein Hänger. Ja, was macht denn jetzt der 8,28 vor dem einen Hänger? Ganz einfach. Wir sind halt hier am Bergland bei uns und wenn der Hänger voll ist, könnte es manchmal in manchen Jahren schon kritisch werden, dass wir hier den Berg hochgekommen sind. Und mit dem 8,28 schaffen wir das dann auf jeden Fall. Aber da haben wir an diesem Weg, an diesem Berg hier, haben wir auf jeden Fall schon gekämpft. Das kann ich euch sagen. Und da sind ein paar PS, beziehungsweise PS ist gar nicht das Problem, sondern halt das Eigengewicht. Und der Schlepper hat ein hohes Eigengewicht, da sind wir dann schon auf der sicheren Seite. Ja. Unterwegs mit dem Glasmähdrescher. Ich denke, ich hocke mich jetzt noch wegen in die Kabine. Ich weiß jetzt nicht, was schon gefilmt wurde, aber ich will euch natürlich hier den Glasmähdrescher, die Ernte auch nicht vorenthalten. Ja. Eigentlich wäre es jetzt schön gewesen, mit dem Fendt hier die Stücke zu dreschen. So war es eigentlich auch geplant, weil der natürlich mit dem Hangausgleich lässt sich auf jeden Fall nochmal einen Ticken besser und einen Ticken schöner hier dreschen. Besser will ich gar nicht sagen, weil der Glas hat ja auch schon einen Siebkasten, der sich quasi dem Hang angleicht. Aber allerdings die Schüttler sind hinten starr drin. Und ja, also vielleicht ein Ticken sauberer könnte der Mähdrescher, der, oder ein bisschen besser ausdreschen könnte der Fendt vielleicht. Ist halt der Vorteil vom Hangausgleich hier am Berg. Aber der Papa wollte heute halt lieber Glas fahren. Ja, ist ja auch kein Problem. Und jetzt hocke ich mich mal in die Kabine. Ich habe die Drohne dabei. Vielleicht kann ich euch noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Ich denke, ihr bekommt jetzt erst schnell die Drohne und dann geht's ab in die Kabine. Yo, get the speaker box loud. Hitting that stuff till you hearing that sound. Hier sehen wir unseren Sommerweizen, also sehr, sehr dünner Bestand. Das, was ich mitgekriegt habe, also man sieht viele Ähren auch schon dunkel. Ja, hier stand jetzt auch immer das Wasser hier vorne, aber ja, sieht dieses Jahr nicht schlecht, nicht gut aus. Aber jetzt noch was Schönes, und zwar habe ich jetzt kurz Zeit, um euch einmal den Klappvorgang vom Klappschneidwerk hier am Glas zu zeigen, weil wir Kommentare bekommen haben
von wegen, die würden das gerne mal sehen. Ich habe das ja in der, ich glaube in einem Livestream war das mal so gezeigt von weitem, wie das aussieht, und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, wir sind jetzt hier fertig, gehen zum neuen Stück und ich filme euch das jetzt schnell. Der Nachteil an dem System kann ich euch auch gleich mal zeigen, und zwar ist das ja in zwei geteiltes Schneidwerk und somit brauchen wir auf der linken und rechten Seite eine Gelenkwelle. Das heißt, man muss halt immer einmal drum rumlaufen und die Gelenkwelle abmachen. Aber auf der Seite nur die Gelenkwelle. Gelenkwelle ist ab. Also, wie besprochen oder wie versprochen, zeigen wir es euch, wie dieses Schneidwerk klappt. Ja, stand in den Kommentaren. Wenn so ein richtig schönes Plätzchen gefunden, ja, zeigen wir uns mal das Panorama hier. Ja. Schöner geht es ja fast nicht. Wieder mit Blick auf unseren Hausberg auf der Kandel. Ja. Also. Ja. Also, Zapfwelle runter machen, ja. Dann Spitze einklappen hier. Ist auf jeden Fall für unsere Region schon das bessere System, das mit der Klappung. Ja gut, Geringhof wäre halt auch geiles Schneidwerk, brauchst du im Herbst. Also es gibt es auch, dass du quasi komplett automatisch klappen kannst, ohne Gelenkwelle runter zu machen. Aber nicht von Glas, und da wir jetzt das Original Glasschneidwerk da dran haben, müssen wir quasi für links und rechts den Antrieb einmal die Gelenkwelle wegmachen. Und bei dem ist jetzt gut. Man sieht einigermaßen dazu, wenn man fährt, ja. Beim anderen ist ja quasi das ganze Schneidwerk vor der Scheibe, ne? Und dann ist ganz wenig irgendwie das. Also das klappt nach vorne raus, sieht man jetzt gleich. Und das andere klappt einmal oben drüber. Ja, und so. Da habe ich natürlich auch schon viele gehört, die sich die Frontscheibe damit eingeschlagen, ins Loch gefahren, das Schneidwerk hoch, die Scheibe kaputt geschlagen, weil es hochkopst ist. Das gibt es immer mal, ne? Das Schneidwerk kann ich auch mal extrem hoch machen, da kann ich auch mal über Auto drüber heben. Ja, also das ist echt wahnsinnig, wie hoch du das machen kannst. Also, ja. Klar, ich hätte auch gerne eins, wenn ich nicht absteigen muss, sind wir mal ehrlich. Ne? Aber das ist auf jeden Fall zuverlässig, denn das ist schon quasi jetzt das zweite, was wir hatten. Am alten Mähdrescher war ja auch eins dran, der Nummer kleiner. Das ist das dritte. Ja, das kleinere, als 450 haben wir gerade, dann haben wir das Vorgänger von dem gehabt. Und jetzt hast du. Und dann haben wir da zwei Knöpfe, die drücken wir quasi her, ne? Und dann gehst du vor und zeigst, was passiert. Dann fährt es quasi einmal hier auseinander. Fährt in die Mitte und klappt dann quasi so zusammen. Ist dann sogar schmaler wie der Mähdrescher. Also ich glaube, das Schneidwerk an sich kommt genau auf 3 Meter, würde ich jetzt mal schätzen. Das ist wichtig, bevor man jetzt das nächste Mal klappt, dass man halt auch die Klinge neu dreht, also dass die Messer nicht rausgucken, dass das nachher wieder schön klappt. Ne? So. Und jetzt kann das wieder perfekt noch klappen. So sage ich immer wegen dem Aufhalten, dass die in Ordnung sind, die Häge, die zumachen. Ja? So, der Bolzen da ist halt auch mal ein Problem, muss man auch immer wegen angucken, dass er in Ordnung ist. Ja. Man hat es immer dabei, Schneidwerk kann wirklich an einer schlechten Zufahrt direkt bis vor den Acker fahren und dann aufklappen. Das sind halt schon Vorteile von so einem System, wo du zu einem Anhänger halt einfach... Nachteil ist sicher das Messer in der Mitte, wo übereinander schneiden tut. Ne? Also es hat Nachteile, Vorteile, für uns ist es okay. Ja. Also, wir fahren jetzt hier heim, du gehst jetzt zum nächsten Stück und dann schauen wir mal, was noch passiert. Lisa hat, glaube ich, auch noch die Kamera dabei, die ist am Pressen. Da schalten wir jetzt gleich mal vorbei, gucken wir mal, wie es der ergeht, wenn sie was hoffentlich was gefilmt hat. Und dann schauen wir mal, was noch passiert. Da sind wir wieder, der 818er hat seine neue Batterie bekommen und jetzt bin ich noch schnell tanken gewesen und gehe jetzt pressen. Allerdings glaube ich, lasse ich die Kamera da, weil ich weiß nicht, wie spät es heute wird und je nachdem, Lukas muss es ja noch alles zusammenschneiden. Genau, ich habe jetzt noch bei uns ein bisschen weiter weg, deswegen lasse ich auch die Kamera da, sonst hätte er mit dem Auto herkommen können und sie holen können. Aber ich muss jetzt eben ein bisschen weiter weg noch Presschen pressen und
Es sind jetzt auch noch ein paar Hektare, sage ich jetzt mal. Und dann geht es wieder zurück zu uns, zum Sommerweizenstroh. Das sollte eigentlich bis morgen fertig sein, weil es morgen regnen soll. Und deshalb, ja, machen wir es so, dass ich euch nächstes Mal beim Pressen wieder mitnehme. Wir sind, denke ich, noch nicht ganz fertig. Und vielleicht gibt es morgen auch noch was zum Pressen. Und dann, das habt ihr jetzt ja schon ein paar Mal gesehen von mir. Ich bin ja jetzt die Ballen-Queen, wie schon jemand gesagt hat. Von dem her. Ja, ich hoffe, also von der Seite von mir aus mal, euch hat der Farmvlog bis hier gefallen. Und ich verabschiede mich für heute mal. Und wir sehen uns dann zum Schleppergeflüster wieder. Und ich glaube, der Lukas macht aber noch ein richtiges Ende. Deshalb, ich gehe jetzt los mit dem 818er übrigens wieder dran. Und unserer Krone-Presse, weil die ja die großen Ballen machen kann, also bis, glaube ich, 1,80 sogar. Und da unser Kunde halt relativ große Ballen haben will, nehmen wir halt die und nicht die Fendt. Und ich glaube aber später bei unseren Sommerweizenstücken nehmen wir die Fendt-Presse. Aber das müssen wir alles nochmal kurz gucken. Und ja, habe jetzt noch vorher kurze Wartung gemacht, Öl nachgefüllt an der Presse und dann kann das jetzt ohne Probleme, denke ich, losgehen.